Lindwall und Katrin Lampe. Hallo und herzlich willkommen bei OE24TV, liebe Zuseherinnen und Zuseher. Ja, er hat eigentlich gesagt, ich mache nie wieder einen Falco-Film. Und Gott sei Dank hat er es doch getan, denn man munkelt schon, es ist die beste Falco-Doku aller Zeiten. Darum bin ich besonders stolz, ihn heute bei mir im Studio zu Gast zu haben. Herzlich willkommen, Rudi Dolleschall. Grüß dich, ich freue mich. Ja, ich habe es ja schon angekündigt, du hast gesagt, nein, nie wieder. Wieso? Naja, es ist so, ich habe ja schon einige Falco-Filme gemacht im Laufe der Jahre. Und die werden auch auf diversen Fernsehsendern dieser Tage wiederholt. Das sind noch Teile von alten Verträgen, das kann ich gar nicht beeinflussen. Und es war aber so, dass bei allen dieser alten Filme war immer irgendetwas, was ich nicht verwirklichen konnte. Mhm. Ich habe zum Beispiel einmal bei einer Doku, die war zuletzt 2011, muss ich denn sterben, um zu leben, habe ich dann in Beisel gefilmt, wo der Hans sehr oft war. Und dann habe ich halt so eine Lederjacke hingehängt, aber trotzdem ein leeres Beisel gedreht. Da habe ich gedacht, mein Gott, wenn da jetzt irgendwie einer sitzen wird, der so ein bisschen ausschaut wie der Falco nur von hinten, dann wäre das irgendwie mehr und so. So sind so kleine Ideen übergeblieben. Und manchmal was budgetäre Gründe, dass ich das Dinge, die ich wollte, nicht vielleicht auch inhaltliche Informationen, dazu kommen genau, wir noch nicht. Ja, noch, und, ich, da hast und, du noch und dann sozusagen war es so, dass ich ja zusammen mit meinem damaligen Partner, heute Ex-Partner Hannes Rossacher, ja auch alle Musikvideos für Falco gemacht habe. Legendärste, inklusive muss man sagen. Auch aller Posthumen. Das ist ein sehr schönes, wie man auf Englisch sagt, Body of Work. Also das zusammen, das waren die drei Rotzburm, die da ganz brauchbare Dinge gemacht haben. Unter anderem ja auch Nummer 1 in Amerika. Und jetzt habe ich, von den letzten 3 Jahren haben sich mehrere Dinge ereignet. Mir wurden zum Beispiel zugespielt von jemandem, der nicht genannt werden möchte, die Tagebuchnotizen von Hans Hölzel. Was ja eigentlich eine Sensation ist, weil bislang war ja noch gar nicht bekannt, dass er überhaupt ein Tagebuchautor ist. Man hätte ihm irgendwie auch gar nicht irgendwie so zugeschrieben, oder? Ja, man darf sich das auch nicht wie ein normales Tagebuch vorstellen, weil einige dieser Notizen sind im Computer, einige sind handschriftlich in einem Tagebuch, andere sind aufgesprochen auf den kleinen, jeder, der den Hans gekannt hat, war es also immer mit so einem kleinen Diktiergerät. Mhm. Kommen also von diesen Mischungen, allerdings immer mit Datum, und das gibt sehr großen Einblick in die Person Hans. Vor allem wahrscheinlich in die Psyche, oder? Ja, und zwar nicht nur ins Negative, sondern auch durchaus in positive Dinge. Das war mal ein Punkt. Da haben wir gedacht, na gut. Dann habe ich vor 3 Jahren durch Zufall, ich lebe ja die meiste Zeit in Amerika und habe dort ja auch meine internationale Firma, bin nach wie vor gerne Österreicher, aber verbringe halt sehr viel Zeit drüben. Gut, im Filmbusiness ist es auch sinnvoll, glaube ich. Ja, und da habe ich ja einen langjährigen Vertrauten von ihm wieder getroffen, der zufällig auch in Florida wohnt und so über gemeinsame Bekannte, die immer zwei Tattoo, ich habe jetzt einen Österreicher kennengelernt, und dann sagt er, wie heißt der? Und ich sage, Rudi Dolleschall, und die sind gemeinsam am Golfplatz, ich spiele nicht Golf, ich bin sexuell noch aktiv. Und da plötzlich läutet das Telefon bei mir und sagt, hey, bist du da in Florida? Sage ich, ja, ich bin auch in Florida, was ist los? Ja, wir müssen uns treffen. Und dann treffen wir uns vor 3 Jahren. Und er erzählt mir, wie das damals wirklich war mit dem Unfall. Mhm. Und dass er da auch involviert war, im positiven Sinn, weil er besagter Mann ist der Herr Reinisch. Der Hans Reinisch, genau. Er war kurzzeitig auch Plattenchef, sein Plattenchef bei der EMI, aber war der Mann, der ihn eigentlich in die Domrap geholt hat. Genau. Der ihm gesagt hat, komm da her, da kennt dich keiner, da kannst du entspannen. Weil das war eine Zeit, wir dürfen das nicht vergessen, wo Österreich sehr unhöflich mit Hans Hölzel umgegangen ist. Was sich bis heute nicht Nummer geändert hat in Amerika, in vielerlei Hinsicht. Wie überhaupt Österreich ja sehr unhöflich mit ihren großen Künstlern umgeht. Da gibt es leider eine Tradition, ich meine jetzt nicht die Zeitung Österreich, sondern das Land. Und auf jeden Fall zeigt mir der Geschichten, die ich nicht wusste. Und ich denke mir, na kurz, und sage zum Hans Reinisch, sage ich, wenn ich nur einmal einen Falco-Film mache, dann musst du mir ein Interview geben. Er wollte das damals nicht, hat das abgelehnt. Aber inzwischen sind 3 Jahre vergangen, und er hat sich eben, und das ist eine der Dinge, die in diesem Film jetzt auch ein wichtiger Schwerpunkt oder ein wichtiger Punkt sind, er bricht nach 20 Jahren das Schweigen und sagt, wie es wirklich war. Dazu kam, dass ich nicht nur ein Falco-Double gefunden habe, sondern einen Falco-Darsteller, nämlich den Axel Herrick, ein Deutscher, der in Wien lebt, der in Deutschland relativ erfolgreichen, in Österreich nur am Rande bekannten Musical Falco meets Amadeus. Das ich übrigens gesehen habe, da war der wirklich grandios, naja. Das muss man ihm lassen. Und das ist dann viel mehr gewesen, als nur jetzt ein bisschen im Bild stehen. Und dann kam dazu, ich war überhaupt nie in der Domrep.
Ich war zu Lebzeiten von Falco nicht in der Domrep, weil ich nicht mit seinen, österreichischen Hausmeistern in irgendeinem Hacienda-Resort sitzen wollte, weil ich habe die Karibik bereist mit meiner Lebensgefährtin und habe mir die Kulturen angeschaut und das Essen und die Menschen, aber bin nicht in ein Hotel gefahren, wo lauter Österreicher und Deutsche sind, entschuldige. Das kann ich da auch haben, da brauche ich nicht in die Karibik fahren. Also ich habe das nie geteilt und nachdem er gestorben ist, und da muss ich dir dann noch etwas erzählen zum Tag des Todes, das ich noch gar nicht erzählt habe, und weil wir da länger Zeit haben, könnte ich dir das erzählen. Nach dem Tod war ich zu feig, dorthin zu fahren. Wieso das? Weil ich gewusst habe, wie es mir dort geht, wenn ich auf dem Parkplatz stehe. Also zu feig ist jetzt vielleicht ein bisschen hart ausgedrückt, aber ich wollte nicht und habe mir gedacht, okay, wenn ich jetzt zum ersten Mal in die Domrep fahre und an den Originalschauplätzen mit einem sehr guten Darsteller, mit den Tagebuchnotizen, und ich habe ja auch eine Falco-Stimme, also sozusagen über den Paulus Manka übrigens, der in seinem Musical mitgespielt hat, der Gerald Sagmeister, und diesen ganzen Dingen, dann wird es interessant. Weil das ist fast ich wollte eines nicht machen, und das wird jeder, der alles gesehen hat von mir und diesen Film am Freitag um 20.15 Uhr in Puls 4 oder am Sonntag um 20.15 Uhr auf Kabel 1, läuft der idente Film nur einmal. Alle, die alles gesehen haben von mir, werden sehen, dass ich höchstens 10% verwende von dem, was sie schon kennen. Und 90% neu sind. Jetzt ist natürlich das Spannende, was sind die 90%? Du kannst uns sicher was verraten. Und vor allem interessiert mich jetzt das, was du vorher schon so ein bisschen angeteasert hast, was du jetzt erzählen könntest heute in diesem Interview. Die Geschichte war ja die, also mich verbindet mit Hans Hölzel, dass wir uns kennengelernt haben, da war ich 17 oder 18. Und mein erster Job bei einem österreichischen Fernsehsender mit drei Buchstaben als Volontär, das war die Sendung Ohne Maulkorb, war bist viel zu jung dafür. Aber ich kenne das aber noch. Nein, aber nicht visuell, aber also, vom Namen. Ja, das war natürlich, ich war der erste Langhaarige im österreichischen Fernsehen, da haben die Leute angerufen und gesagt, unterm Hitler hätte es das nicht gegeben und die Frau Dollezahl soll ich ausgeschmissen, das ist das Österreich von 1975, 76 gewesen. Aber auf jeden Fall lang bevor, also Monate bevor ich da Präsentator war, weil ich war eigentlich Volontär. Habe gerade das Publizistikstudium, war im Fertigwerden und habe dort angefangen, so wie alle, Kaffee holen, Wasser, Zings, irgendwas hintragen und so weiter. Und da war der Chef der Jugendredaktion ein gewisser Andreas Fries. Dort habe ich übrigens auch in dieser Redaktion meinem dann langjährigen Partner, heute Ex-Partner Hannes Rossacher, kennengelernt. Und der hat gesagt, als ersten Job, pass mal auf, da spielt eine Band, die heißt Hallucination Company, schau dir die an, ob die einen Beitrag wert ist, so wie man Volontäre hinschickt, und schau dir die mal an, so wie in einer Zeitung, man sagt, schau mal. Das war das allererste Konzert von der Hallucination Company, der Wickel Adam hat mir das jetzt wieder bestätigt, das waren orange Sesseln in einem Haus der Begegnung in der Bernoulli-Straße, so im DDR-Stil. Aber das Entscheidende war, es war ein faszinierendes Konzert von diesem Musiktheater Hallucination Company, wie es damals geheißen hat. Der Derwisch Wickerl Adam, und ich verehre ihn bis heute, war eine Mischung aus Frank Zappa und Django Edwards. Und dann hat es zwei Typen gegeben, die durften je einen Song singen. Das waren zwei Hansis. Und einer war der Hansi Lang und der andere war der Hansi Hölzel. Und nach dem Konzert in der Garderobe habe ich dann mit ihnen besprochen, ob sie so einen Beitrag zulassen, weil den gar nicht ich gedreht habe übrigens, der dann entstanden ist. Und seit damals, da haben wir auch durchsichtiges Getränk getrunken, es war aber kein Wasser. Und wir haben Zigaretten geraucht, die haben so interessant gerochen und waren irgendwie grün, waren auch nicht aus Zigaretten, ich kann mich nicht mehr erinnern, ist lang her. Auf jeden Fall, seit damals waren der Hans Hölzel und ich befreundet. Und das war lange, bevor ich angefangen habe, für ORF zu arbeiten, Videos zu machen. Und dadurch, wenn man fragt sich ja immer, wieso hat der Falco die Frauen gewechselt, die Plattenfirmen, die Manager und alles, aber Doro hat immer die Videos gemacht. Das ist eine Jugendfreundschaft, Bubenfreundschaft. Dass ich sozusagen ihn schon so lange gekannt habe und einfach das Team, Dollezahl, Rossacher, Hölzel, um ihn herum gepasst unschlagbar war. Ja, absolut. Aber zurück zu deiner Doku und zu seinen darf ich dir die Geschichte erzählen Stunden mit dem Tod? Ja. Ich bitte dich darum, Verzeihung, dass ich da eingreife. So. Sprung 1998, damit sich jetzt alle ausrechnen können, wie alt ich bin, habe ich meinen 40. Geburtstag gefeiert. Mhm.
Und mein Team und das Doro-Team ist bis heute, also das macht man ja alles nicht alleine, das kann man gar nicht oft genug sagen, dass das eine Gruppe von Menschen ist, die sich natürlich ändert, und ich habe in Miami jetzt auch ein neues Team und so weiter und so weiter, aber das ist immer Teamwork. Mhm. Ja? Ich bin zwar die Fresse, die im Vordergrund steht, und natürlich der alles sich ausdenkt und macht und lenkt und tut, aber ohne dieses Team wäre ich gar nichts. Bin immer nur so stark wie das schwächste Glied in diesem Team. Und mein Team hat hinter meinem Rücken versucht, mir zum 40. Geburtstag eine Überraschung zu organisieren. Und zwar war die Überraschung eine Superstar-Band, die exklusiv in Burgersdorf bei Wien, wo ich damals schon gewohnt habe, in Nicodemus, das jeder kennt, aufgeigen sollte. Und da haben sie mit Deutschen, also wir reden von Marius Müller, Westernhagen, Grönemeyer, Wolfgang Ambros, Wilfried, Tote Hosen, Nina Hagen etc. Und das habe ich natürlich mitbekommen, früher oder später. Dann habe ich gesagt, na gut, das ist eine gute Idee, aber wenn, dann machen wir eine richtige Superstar-Band. Da habe meine Freunde von Queen angerufen und die sind extra gekommen. Glaube ich. Und die haben gespielt dort in diesem kleinen Ding. Ich war noch zu klein. Ja, und jetzt kommt aber das, was mit die Falco-Geschichte ist, weil ich bin da ganz unwichtig. Die haben sich gewünscht, dass Falco Bass spielt, weil Falco nämlich, was die wenigsten wissen, ein hervorragender Bassist war. Genau. Und da haben Konservatorium Bass gelernt. Und ich habe das mit ihm besprochen und er war schon in der Domrep und hat gesagt, ja, ich komme, ja, und so. Und dann kam es, wie es oft war, Falco kam nicht. Ich hatte ja Videodrehs, wo Falco nicht erschienen ist und wo ich am nächsten Tag der Plattenfirma erklären habe müssen, wieso wir jetzt 500.000 D-Mark ausgemacht haben und wir haben kein Video. Ja, das würde ich auch gerne noch später mit dir besprechen. Wie das auf jeden Fall, es kommt dieser Tag, es waren die Menschen, die da drinnen waren, ins Nicodemus gehen normalerweise 100 Leute, da waren 300 drinnen und 300 draußen. Die drinnen gewesen waren, reden heute noch davon, weil sie einen Meter von Brian May entfernt eine Stunde lang ein super Konzert haben. Aber der Bassist kam. Dann gab es noch einen Absacker in meinem Haus. Damals, das unweit 3 Minuten vom Nicodemus entfernt ist, mit den VIPs dieses Abends, waren ja genug da, bis um 6 in der Früh. Und dann sind die alle nach Haus getammelt. Ich habe einen unheimlich schönen Geburtstag gehabt. Und, aber er ist nicht erschienen. Genau. Und ich hatte damals in meinem Nebenzimmer das Kommunikationsmittel der Zeit, nämlich ein Faxgerät. Und hast hingefaxt, wo bist Nein. du? Nicht. Und bin dort hineingegangen und da drin lag ein Fax. Dass ich übrigens auch, das, wo ich zufällig ein Faksimile mit habe, weil ich das abgebildet habe und für den Film brauche. Und da schreibt er quasi, sorry, dass ich nicht kommen habe können, welcome to the club, weil er ja ein Jahr vorher 40 geworden ist. Und love you und großes Herz. Und ich denke mir, mein Gott, das ist aber nett, dass er wenigstens ein Fax schreibt. Gehe glücklich hinauf in mein Schlafzimmer und lege mich nieder. Und eine Stunde später ruft mich meine Mutter, die inzwischen schon im Himmel ist, an und sagt, im Radio haben sie zugesagt, der Falco ist tot. Gott. War das das Letzte, was der Falco gemacht hat? Ist dir zum Geburtstag. Bevor er in das Auto gestiegen ist, bevor er auf den Parkplatz gefahren ist, von dem er ausgefahren ist und gestorben ist. Und also deswegen ist mein Geburtstag der 5. Februar und sein Todestag und sind wir sozusagen noch in seinem Tod verbunden. So ist es. Eine wirklich berührende Geschichte, die mir Gänsehaut macht. Rudi, ich würde gern ein bisschen genau über den Tod Falcos mit dir sprechen nach einer kurzen Werbepause. Bleiben Sie dran. Wir von Billa haben beim Rabattsamt